Einlaufkinder heute von Bierstein, präsentiert von der Rewe-Familie Güler. Am Anstoßpunkt Dima Nazarov, OFC, hat den Münzwurf, so wie es aussieht, gewonnen und darf gleich von rechts nach links loslegen. Und wie immer der Hinweis, da es jetzt hier gleich losgehen wird, wir kommentieren das Spiel wie immer im Radiomodus für all diejenigen, die den Stream nicht im Bild gekauft haben, damit auch diejenigen auf Ballhöhe sind. Aber jetzt einfach mit dieser Ecke in der 6. gleich 7. Minute in Führung gehen. Also, Marc Wachs chippt den Ball hinein in den Strafraum. Ostbild muss nachfassen. Nachschuss war nah an die Latte. Erste richtig große Chance für den OFC. Marc Wachs mit links von der rechten Außenbahn zum Tor hin jetzt hineingezogen. Den Ball verlängert. Tor für den OFC. Noel Knote lässt sich feiern. Aber da müssen wir noch mal reinschauen ins Replay, wer da final am Ball ist. Freistoß. Und endlich mal ein Standard, der auch funktioniert. Und ich glaube, es war Noel Knote, der als letztes dran war. Sah mir im ersten Moment fast aus wie ein Eigentor auch, aber wir schauen nochmal. Also es war viel Getümmel da am ersten Pfosten. Wir schauen natürlich nochmal in die Wiederholung rein. Also Freistoß und Kopfball und Tor. OFC in der 25. Spielminute. Also Staude geht vom Ball weg, überlässt Marc Wachs den Freistoß. Der hebt den Arm, bringt ihn jetzt rein und dann ist es am ersten Pfosten tatsächlich Noel Knote, der ganz, ganz stark einköpft. Dima Nazarov, jetzt setzt der Regen ein, der Regen und der Sturm. Und der Sturm auch vom OFC. Dima Nazarov, linke Außenbahn, bringt den Ball in den Strafraum hinein. Marc Wachs an der Strafraumkante, zieht ab. Ah, und dann noch abgeblockt, aber der zweite Ball ist nochmal bei Nazarov. Super, nimmt er den Ball runter an der Grundlinie. Jetzt abgefälscht und es gibt die Ecke für den OFC. Starker Wind und die Ecke jetzt rein auf den zweiten Pfosten. Da ist Nazarov, schließt ab, Ball abgefälscht. Urbich, Kopfball, ah! Den hat er dann nochmal quergelegt, anstatt ihn einfach über die Linie zu drücken. Schade. Dann ist das eben so. Waren der Dinge. Jetzt sehen wir erstmal, dass der FSV da kommt schon wieder unterwegs Richtung Strafraum. Gefährlich. Schoß an Omiya an der Strafraumkante. Der Abschluss. Aber Johannes Brinkies packt zu. Bei der Ecke von links reingechippt auf den kurzen Pfosten. Verlängert. Sorge. Und da ist das Tor. Tor für den OFC. Und es ist Dima Nazarov. Aus kürzester Distanz haut er den Ball dann da rein. Nachdem hier wirklich viel Gewühl vor dem Tor der Frankfurter waren. Und der zweite Standard bringt, oder beziehungsweise das zweite Tor nach Standard. Und das ist wirklich überragend. Diesmal ist es wieder Dima Nazarov, der ja auch in bestechender Form ist. Und jetzt 8 Tore, glaube ich, schon für den OFC erzielt hat. Dima Nazarov, eins seiner leichtesten. Ah ja, wirklich. Diese Standards, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die sind ein Riesenproblem für die Frankfurter. Und auch hier sehen wir es im Gewühl. Sie kriegen den Ball dann eben nicht entscheidend geklärt. Und jetzt die Chance für den FSV Frankfurt direkt umzuschalten. Butakrit, ich habe es ja gesagt, das ist der spielt immer diese Pässe in die Tiefe. Und der Ball küsst die Latte. Das war den Fuß justieren muss. Und deswegen wird das ein ganz gefährlicher Freistoß. Ich glaube, der wird auch direkt versuchen. Läuft an, aufs Tor gezogen im Gewühl. Und der Ball rauscht ganz knapp am Pfosten vorbei. Relativ hoch an in dieser zweiten Halbzeit. Müller stark durchgesetzt gegen zwei. Kriegt den Ball noch los zu Keanu Staude. Staude auf der linken Seite, 1 gegen 1, immer noch Staude im 16er, immer noch Staude mit dem Abschluss und dem Tor! Traumtor, Keanu Staude! Was war das denn für ein Sololauf? Vielleicht mit das schönste Tor bisher der Saison vom OFC. Keanu Staude zeigt einmal in 10 Sekunden all sein Können und schließt dann auch noch so stark ab in den rechten Winkel. Wir schauen uns das Ganze natürlich in jeder möglichen Wiederholung nochmal an. Hier haben wir ihn. Leon Müller, der den Ball loskriegt zu Staude und dann nimmt er Fahrt auf. Vorbei an Del Vecchio, vorbei am zweiten, immer noch Staude, dann der Abschluss in den Winkel. Zweiter Ball allerdings beim FSV Frankfurt mit der Flanke aus dem Halbfeld jetzt. Kaspitas mit dem Kopf verlängert, Schoß, Sanomi, ja, aber Gast eine Glanztat. Da hinten von Vincent Moreno. Abpraller von Kaspitas landet aber bei Leon Müller. Achtung. Chanomia allein vor Brinkies jetzt, aber Abseitsfahne geht hoch. Stark gesehen, Brinkies wäre auch stabil gewesen. Geht vorbei am Gegenspieler, immer noch Staude. Jetzt kann er rechts rüberlegen, eigentlich zu Moreno, aber wählt den Doppelpass mit Urbich. Stark gemacht, wird dann gefoult. Vorteil geht weiter. Alvarez mit dem Kopfball und ganz knapp über das Tor. Schickt ihn auf der linken Seite auf die Reise. Staude hinterläuft. Garcia am Ball. Sieht Staude im 16er mit dem Schuss. Und er ist gut mit links. Aber Ostbild ist da. Und so der FSV Frankfurt wieder auf dem Weg nach vorne. Der OFC da jetzt etwas unsortiert, unaufmerksam. Und so nochmal die große Chance für Fallaier. Ball rauscht da am zweiten Pfosten vorbei. Im Abstiegskampf, in diesem so spannenden Abstiegskampf der Regionalliga Südwest. Und jetzt vielleicht mal die Chance für den OFC. Irwin Pfeiffer im Strafraum nochmal abgelegt. Und Marc Wachs. Sein Riesenspiel und er wird nicht noch final belohnt. Und vielleicht
gibt es da nochmal die Chance. Aber kurz ausgeführt, Schiedsrichter pfeift ab. Der UFC, und ihr hört es, anhand des großen Jubels hier im Stadion, gewinnt mit 3:0 gegen FSV Frankfurt.